sagst nichts an. Ah, steht ja. Die Leute können ja lesen. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum nächsten Programmpunkt, nämlich der moderierten Buchvorstellung von Michael Schmidt-Salomons neuem Buch Grenzen der Toleranz. Der Autor ist anwesend, was bei einer moderierten Buchvorstellung auch Sinn macht. Moderierte Buchvorstellung heißt, ich werde versuchen, möglichst schlaue Fragen zu stellen. Michael wird versuchen, möglichst schlaue Antworten zu geben. Und hoffentlich sind alle hinterher ein bisschen schlauer, was in dem Buch drin steht. Darf ich mal, um mir so einen kleinen Überblick zu verschaffen, in die Runde fragen, wer hat das Buch noch nicht gelesen? Es geht um die Grenzen der Toleranz. Das ist doch sehr schön, nicht? Da nehmen doch viele von dem Abend dann auch was mit, nicht? Also, wovon sie dann noch zählen. Sehr schön. Gut. Dann fange ich mal an mit meinen schlauen Fragen, die ich mir auf ein paar Zettel notiert habe. Ja, dein Buch jetzt, die Grenzen der Toleranz, Michael, das ist im Prinzip deine Antwort auf die aktuelle Islamdebatte, die sich ja grob gesagt so in zwei Pole spaltet. Man hat einerseits die extremen Islamkritiker, beziehungsweise sogar Islamfeinde, à la Pegida und Co. Und andererseits hat man die, du nennst sie Islamkritik-Kritiker, wenn ich mich recht erinnere. Bevor wir jetzt zu deiner Position kommen, lass uns diese beiden Pole mal genauer betrachten. Was zeichnet diese extremen Islamkritiker aus und warum denken sie so? Und was zeichnet die Islamkritik-Kritiker aus und warum denken sie so? Ja, also womit soll ich anfangen? Ich kann anfangen mit den ersten, also die Islam, sogenannten Islamkritiker. Islamkritik ist ja kein Problem, sondern es ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass eine offene Gesellschaft funktioniert, dass man auch die Religion des Islam kritisieren kann. Also insofern ist der Begriff des Islamkritikers schon ein großes Problem. Viele verwechseln eben Islamkritik mit Antimuslimismus. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also Menschen, die prinzipiell alles ablehnen, was Muslime tun, was sie denken und so weiter. Diese Position ist aber natürlich gewachsen, ist gestärkt worden dadurch, dass es die Gegenfraktion gibt, die einige auch als regressive Linke zum Beispiel bezeichnen, ist eine Position, die man verstehen kann aus der deutschen Geschichte heraus. Natürlich war und ist das eine progressive Haltung, die Rechte von Minderheiten zu schützen. Und besonders in Deutschland sollte dies nach unseren geschichtlichen Erfahrungen auch eine Position sein, die viele vertreten. Das Problem ist aber, dass dann einige daraus abgeleitet haben, dass es politisch progressiv ist, reaktionäre Normen zu verteidigen, wenn sie denn von Minderheiten vertreten wurden. Und das ist eben nicht progressiv, sondern es ist reaktionär. Denn es, ob jetzt katholische Christen wie in Polen schwulenfeindlich sind oder auch eben hier in Deutschland evangelikale Christen oder ob es Muslime sind, ändert nichts daran, dass es reaktionäre Vorstellungen sind, die wir scharf verteidigen müssen. Und das Problem war, dass diese Debatte eben nicht geführt worden ist und das ist das, was ich in meinem Buch auch, glaube ich, recht prägnant darstelle, dass eben gerade durch die Vermeidung einer Auseinandersetzung, einer rationalen Auseinandersetzung über den Islam dazu beigetragen hat, dass die Rechtspopulisten gestärkt worden sind. Und das ist ja die Figur, die wir ganz häufig erleben, die wir auch als Stiftung, die wir als humanistischer Pressedienst auch erlebt haben. Also wenn jemand wie Hamid Abdel-Samad beispielsweise bei der AfD spricht, wird oder überhaupt etwas sagt, was positiv aufgenommen werden könnte von Leuten aus der AfD, wird das zutiefst kritisiert, wenn man sagt, man darf niemals, aber wirklich niemals Beifall von der falschen Seite bekommen. Und das ist eine Haltung, die die Grundlagen der Streitkultur fundamental zerstört. Denn in einer Streitkultur, die lebt davon, dass die eigenen Argumente nicht nur von der eigenen Peer Group akzeptiert werden, sondern auch von Menschen, die ansonsten nicht meiner Meinung sind. Das ist die Idee von Streitkultur. Genauso muss ich in einer Streitkultur in der Lage sein, Argumente zu akzeptieren von Leuten, denen ich sonst ansonsten in fast keinem Punkt zustimmen kann. Ja, der entscheidende Punkt ist eben, ich muss verstehen, die Qualität des Arguments ist entscheidend und nicht
derjenige, der das Argument geäußert hat. Also eine Wahrheit wird ja nicht zur Lüge, nur weil Lügner sie gebrauchen. Und da hatten wir eine fundamentale Störung in dem Diskurs in unserer Gesellschaft. Und das hat, man hat das oft so gesagt, man darf das nicht sagen, man darf nicht sagen, dass der politische Islam mit der Verfassung nicht vereinbar sei. Und meinte damit, diese Kräfte wie Pegida und AfD zu schwächen. Tatsächlich hat man sie dadurch fundamental gestärkt. Denn es gibt das Phänomen des politischen Islam und der ist eine Bedrohung. Und auch in diesem Fall kann man tatsächlich mit guten Gründen von Faschismus sprechen. Nicht bezogen auf jede Form des politischen Islam, aber doch bei recht vielen Formen des politischen Islam. Und wenn man etwas so Offensichtliches verdrängt, wenn es nicht artikuliert werden darf in der Gesellschaft, wie der Zusammenhang von Islam und Islamismus, dann treibt man die Wählerinnen und Wähler in die Arme von Politikern, die unter dem Deckmantel einer aufgeklärten Islamkritik ihre antiaufklärischen Ziele verbreiten können. Und da müssen wir ganz entschieden uns gegen wehren. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz bei diesen Islamfeinden, die sich selbst als Islamkritiker begreifen, bleiben. Die Motivation von denen, da würde ich gerne noch mal ein paar Worte von dir hören wollen. Es ist ja auch hier gerade angesprochen worden, in Polen haben wir eine ähnliche Lage, in Ungarn haben wir eine ähnliche Lage. Es ist ja nicht so, dass es ein deutsches Phänomen sei, es ist in Frankreich, wir sehen es in den USA. Es gibt ein Rollback von politisch-reaktionären Bewegungen, die auch zusammenarbeiten, international. Es gibt eine Internationale der Nationalisten, die ist in den letzten 20 Jahren geschaffen worden, stabilisiert worden. Die arbeiten auch in der EU zusammen, in verschiedenen Fraktionen. Die haben ein zentrales Merkmal, nämlich sie vertreten alle eine kollektivistische Ideologie. Das heißt, Menschen werden nicht als Individuen gesehen, sondern als Träger von Gruppenidentitätsmerkmalen. Und damit versucht man gewissermaßen diesen Prozess der Pluralisierung, der Individualisierung von modernen Gesellschaften entgegenzuwirken und den Menschen eine Identität zu geben. Und dafür braucht man notwendigerweise das Feindbild des anderen. Ja, und das ist das Interessante. Die Feinde der offenen Gesellschaft, darum geht es in meinem Buch, die haben alle, bei allen Unterschieden zwischen christlichen Abendlandrettern, zwischen Nationalisten und Salafisten, die haben eine große Gemeinsamkeit. Nämlich, dass sie ihr angestammtes kulturelles Ghetto gegen das vermeintlich Feindliche des Fremden verteidigen müssen. Und dabei ist es letztlich fast egal, ob es nun die Ausländer, die Muslime, die Christen oder die Gottlosen sind. Es gibt eben eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in diesen politisch reaktionären Bewegungen. Ja, und die entsprechen sich witzigerweise. Also wenn man sich das mal anschaut, was Herr Erdogan vertritt und was Frau Beatrix von Storch vertritt, die treten erstmals gesellschaftliche und politische Antipoden auf. Tatsächlich, wenn man sich anschaut, was sie tatsächlich politisch vertreten, welche Konzepte die vorschlagen für die Zukunft ihrer Gesellschaft, findet man ganz große Gemeinsamkeiten. Die wollen nämlich alle das Rad der Geschichte zurückdrehen, wobei man der AfD vielleicht sagen kann, die wollen es nur in die 1950er Jahre zurückdrehen und Herr Erdogan nach 1924 als das Osmanische Reich. Aber letztlich ist dahinter die gleiche Denkfigur. Ja, und jetzt kommst du dann in diese Debatte hinein mit deinem Buch, was den schönen Titel trägt, Die Grenzen der Toleranz, Untertitel, warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen. Auf den ersten Blick, muss ich sagen, sieht das eher so aus, als wäre Michael Schmidt-Salomon jetzt ins Lager der AfDler Pegida-Menschen gewechselt, würde auf den Tisch schauen und sagen, jetzt ist aber mal gut hier, Schluss mit der Toleranz und wir müssen unsere Gesellschaft verteidigen. Ist das, was passiert, was christliche Feuilletonisten schon immer geahnt haben? Also wechseln die Atheisten jetzt ans rechte Lager, inklusive ihres Chefatheisten? Nee, das mit dem Chefatheisten, das kommt weg. Aber natürlich spiele ich mit Assoziationen. Habe ich übrigens auch in dem Big Family Buch gemacht. Das haben wir schon. Der Titel sieht aus wie ein Zeugen Jehova Buch fast. Man muss ja die Leute da abholen, wo sie stehen, zumindest einige. Und Interesse wecken. Ich meine, in dem Buch geht es natürlich um etwas ganz anderes. Ich stelle dar, also dass es nicht nur eine Grenze der Toleranz gibt, die viele im Kopf haben. Nämlich die Grenze zwischen dem, was man tolerieren muss und dem, was man nicht mehr tolerieren darf.
Das haben alle im Kopf. Es gibt eine zweite Grenze, die viel, viel spannender ist für eine moderne, offene Gesellschaft. Das ist die Grenze zwischen dem, was man nur tolerieren kann, und dem, was man akzeptieren kann. Das ist eine ganz andere Grenze und die ist sehr, sehr spannend, weil man nämlich dann sieht, es gibt eben drei unterschiedliche Bereiche, die man unterschiedlich behandeln muss. Es gibt Dinge, die man nicht tolerieren darf, also das Nicht-Tolerable. Es gibt Dinge, die man nur tolerieren kann, das heißt, man erträgt sie. Das heißt nicht, dass man denen zustimmt. Es bedeutet auch nicht, dass man ihnen Respekt erweisen muss. Was man toleriert, dem erweist man eigentlich keinen Respekt, sondern man erträgt es. Das ist also innerhalb der offenen Gesellschaft erträglich. Und davon unterscheiden muss ich das, was in einer offenen Gesellschaft wirklich zu akzeptieren, also zu gut zu heißen ist. Das heißt, ich habe also drei verschiedene Bereiche. Was ich nicht tolerieren darf, muss ich verhindern. Was ich nur tolerieren kann, das kann ich in einer Zivilgesellschaft schwächen, indem ich es kritisiere. Auch übrigens mit Satire, mit unfeinen Mitteln des Humors. Und es gibt das, was ich akzeptieren kann, das muss ich versuchen zu stärken. Das ist die positive Botschaft. Und diese Dinge muss man auseinanderhalten. Und ich glaube, das habe ich in dem Buch recht gut gemacht. Vor allen Dingen habe ich aufgezeigt, dass viele Vorstellungen, die bezogen sind auf dieses Motto, keine Toleranz der Intoleranz, dass solche Versuche, die Freiheit zu retten, indem man die Freiheit letztlich einschränkt und die Freiheitsspielräume in einer Gesellschaft schließt, dass die eben kontraproduktiv sind und dass man den Fundamentalisten und auch den Nationalisten keinen größeren Gefallen tun kann, als wenn man sich auf ihr Spiel einlässt. Ja, jetzt hast du sehr viel schon zum Toleranzbegriff gesagt in deinem Buch. Jetzt fehlt uns noch eine Definition der offenen Gesellschaft, weil du operierst einfach mit dem Begriff, aber es ist ja jetzt nicht so, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch immer wieder verwendet. Also was ist eine offene Gesellschaft? Ja, das ist tatsächlich eine der Kernthemen, denn man kann ja die Werte seine Werte nur dann verteidigen, wenn man sie wirklich verstanden hat. Und der Begriff der offenen Gesellschaft ist in aller Munde. Es gibt unglaublich viele Treffer auf Google, wenn man das eingibt, Open Society oder auch offene Gesellschaft. Und fast jeder Politiker verwendet das Wort. Das Problem ist, dass es aber fast nie richtig definiert wird. Und das liegt ein bisschen daran, dass Karl Popper, als er dieses Buch schrieb, 1945, das war eigentlich so ein Verlegenheitstitel, den hat er irgendwie da auf dem Tapet gehabt, aber eigentlich wollte er einen ganz anderen und der war schon vergeben und irgendwie kam dann dieses Buch mit dem Titel Die offene Gesellschaft in ihrer Falle heraus, aber er definiert die offene Gesellschaft in dem Buch nicht, weil es ging ihm gar nicht darum. Es ging ihm damals, es war sein Kriegsbuch, zu zeigen, dass Nationalismus und Stalinismus eben freiheitsfeindliche Ideologien sind und hat sie einer philosophischen Kritik unterzogen. Das war das Zentrum seines Buchs und er hat das auf eine originelle Art und Weise gemacht, weil er Hitler und Stalin so verachtet hat, dass er sie nicht mal in seinem Buch drin haben wollte, hat er also Platon kritisiert, um Hitler zu kritisieren, und er hat Marx kritisiert, um Stalin zu kritisieren. Aber es ging nicht um die offene Gesellschaft, deswegen ist das in dem Buch nicht definiert, aber in diesen 1000 Seiten seines Buchs findet man ein paar Anhaltspunkte und natürlich auch eine Debatte, die es in den letzten 60 Jahren oder 70 Jahren zu diesem Buch gegeben hat. Und ich habe das dann eben in meinem Buch jetzt eben ausgeführt. Was sind dann die Grundprinzipien der offenen Gesellschaft? Das sind Freiheit, Gleichheit, Individualität und Säkularität. Also das wird eben auch ausgeführt, was das bedeutet und was sich aus diesen Konzepten ableiten lässt, aus dem Prinzip, viele denken ja, dass Freiheit und Gleichheit im Widerspruch zueinander stehen, ist aber nicht wahr. Freiheit steht im Widerspruch beispielsweise zu Paternalismus, also staatliche Bevormundung. Gleichheit steht im Widerspruch zu Elitarismus und nicht zur Freiheit. Also eben zu der Herrschaft von Eliten. Beim Individualismus oder der Individualität, da geht es darum, dass wir kollektivistische Ideologien nicht akzeptieren, dass die offene Gesellschaft eben vom Individuum ausgeht und nicht von der Stammesgesellschaft, von der Ethnie, von der Religionsgemeinschaft oder auch der Familie. Der Familismus ist eine kollektivistische Ideologie, das stelle ich dar. Und der Säkularismus ist natürlich etwas, was der rumänische Präsident permanent eigentlich darstellt, warum wir Säkularität in einer offenen Gesellschaft brauchen, weil eben nur ein Staat, der weltanschaulich neutral ist, der sich säkular definiert, seine Normen säkular definiert, Religionsfreiheit, überhaupt Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger ermöglichen kann. Also wenn man sich dieser Prinzipien klar wird, dann stellt man auch fest, dass man eigentlich für diese Prinzipien, dass wir dafür viel massiver einstellen oder einstehen sollten. Der eigentliche Auslöser für das Buch
als ich jetzt angefangen habe, das zu schreiben, war eine relativ belanglose Meldung, aber ich glaube, viele haben das damals mitbekommen, als der iranische Botschafter, der iranische Präsident Rouhani in Italien 2016 zu Besuch war. Haben die italienischen Behörden die nackten antiken Statuen auf dem Kapitol verhüllt. Aus Respekt gegenüber dem Vertreter eines Staates, dessen Verfassung man und Realpolitik man in vielerlei Hinsicht scharf kritisieren muss. Und genau das schien mir im Kleinen darzustellen, was im Großen bei uns nicht funktioniert. Wir verhüllen unsere Werte, statt sie selbstbewusst zu vertreten. Ja, und dabei sind eben diese Prinzipien der Freiheit, Gleichheit, Individualität und Säkularität, das sind keine Prinzipien, für die man sich in irgendeiner Weise schämen müsste, sondern es sind die wichtigsten Motoren und bedeutendsten Früchte des zivilisatorischen Fortschritts unserer Spezies. Und deswegen müssen wir die sehr viel massiver verteidigen, als das in der Regel passiert. Ein zentraler Gedanke bei dem Buch ist, dass die offene Gesellschaft einfach mehr tolerieren muss, um ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden, als die geschlossene Gesellschaft. Und ich würde das gerne mal mit dir lebenspraktisch durchdeklinieren an dem berühmten Beispiel Kopftuch-Burka-Burkini. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da praktisch bei rauskommt, wenn man dieses Theorem nimmt. Denn wir hatten ja ein oft genanntes Argument bei der Burkini-Debatte war ja, dass solange die unseren Frauen, ich benutze bewusst diese Formulierung, solange die unseren Frauen an ihren Stränden nicht erlauben, dass die im Bikini da sind, ja, dürfen deren Frauen an unseren Stränden auch nicht im Burkini. Ne? Also das war ja so ein Hauptargument, was da war. Und dann erklär mir doch mal, wer darf Kopftuch tragen, wer darf sich wie verhüllen anhand deines Leitsatzes, dass die offene Gesellschaft mehr tolerieren muss als die geschlossene. Ja, also es ist natürlich klar, dass eine offene Gesellschaft ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht nur größeren Toleranzraum gewährt, sondern eben ihnen auch ein höheres Maß an Toleranz abverlangt. Deswegen können wir hier oder müssen wir uns anders verhalten, als das militante Wahhabiten in Saudi-Arabien tun. Und in dem Beispiel ist vollkommen klar, dass der Burkini natürlich in keinerlei Hinsicht verboten werden kann. Dass es eine völlig absurde Maßnahme ist. Wir können natürlich davon versuchen, zivilgesellschaftlich zu überzeugen davon, dass solche merkwürdigen Sexualvorstellungen, die möglicherweise dahinter stehen könnten, dass die im 21. Jahrhundert nicht mehr angebracht sind. Ja, das kann man tun. Man kann es auch satirisch aufarbeiten, das ganze Thema. Aber natürlich dürfen wir nicht mit den Mitteln des Rechtsstaats in die Freiheiten von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen, weil das ist ja das Prinzip der Liberalität. Bürgerinnen und Bürger, mündige Bürgerinnen und Bürger dürfen tun und lassen, was sie wollen, solange es ihnen nicht mit guten rechtsstaatlichen Gründen verboten werden kann. Und eine andere sittliche oder so eine andere Geschmack kann niemals ein gutes rechtsstaatliches Argument sein. So, und das gilt natürlich auch für das Kopftuch. Auch da kann man sagen, wir können das kritisieren, das, was dahinter steht. Wir können es auch sogar lächerlich machen. Ich kämpfe ja in dem Buch auch für die Kunst der zivilisierten Verachtung. Aber natürlich kann man auch das nicht verbieten. Was man aber natürlich machen kann, ist, dass man sagt, in Schulen darf es keine Verschleierung geben, beispielsweise bis zum Alter von 14, 15, wo man sagt, das ist eine Religionsmündigkeit. Dafür kann man wiederum gute Begründungen finden. Was jetzt die Vollverschleierung betrifft, da kann man sagen, dass in bestimmten Bereichen unserer Gesellschaft mit guten Gründen Vermummungsgebot ist. Also wenn ich mit einer Ronald Reagan Maske in einer Clowns Maske in eine Bank reinkomme, darf ich das auch nicht, weil ich darf nicht da permanent und verstanden aus Sicherheitsgründen nicht reingehen. Und das gilt für andere Bereiche auch. Und das muss natürlich dementsprechend auch für die Burka und andere Formen der Vollverschleierung gelten. Da müssen wir eigentlich nur unsere eigenen Gesetze nur ein bisschen konsequenter anwenden. Und es kann auch wie beim Kölner Karneval Freizonen geben, auch für die Burka. Die Clownsmaske ist in vielen Gaststätten in Köln natürlich gehört dazu, die Vollverschleierung mit Clownsmaske, und wenn der Burka da getragen wird, hätte ich auch keine Einwände. Was ist mit dem Kopftuch für Staatsbedienstete?
Da muss man sehr genau hinschauen, was man eigentlich will. Ich habe in dem Buch vorgeschlagen, dass man einen anderen Lackmustest nimmt. Und der ist auch viel präziser und deckt eher das ab, was wir eigentlich wollen. Es ist eine Tatsache, eine traurige Tatsache, dass nicht nur in der Türkei 90% aller Lehramtsstudenten die Evolutionstheorie ablehnen, sondern auch in Deutschland, in deutschen Universitäten, Lehramtsstudenten muslimischen Glaubens zu 55% die Evolutionstheorie ablehnen. 55%. Wenn man das jetzt sich anschaut, was sind denn das jetzt für Lehrerinnen und also Lehrer, aber Lehrerinnen, die Evolutionstheorie ablehnen? Dann wird man eine hohe Korrelation zu den Kopftuchträgerinnen finden. Und ich finde das andere eigentlich den eigentlichen Skandal. Nicht, dass jemand einen Kopf. Ich habe jetzt hier ein Mützchen an. Das ist auch ein bisschen eine Solidaritätsmaßnahme für Leute, die irgendwas auf dem Kopf haben. Der entscheidende Punkt ist doch nicht, dass jemand ein Kopftuch trägt. Der entscheidende Punkt ist doch, ist da jemand, dem wir zutrauen, unseren Kindern einen nicht ideologischen Zugang zur Welt zu verschaffen? Ja, und das, ich sehe das tatsächlich als ein großes Problem an. Meines Erachtens hat jemand, der die hunderttausendfach bestätigte, millionenfach bestätigte Tatsache der Evolution aus ideologischen Gründen nicht akzeptiert, kein universitären Abschlusszeugnis verdient. Und zwar selbst dann nicht, wenn er an Universitäten Theologie lehrt. Und schon gar nicht darf jemand, der so eine verbohrte Weltsicht hat, auf wehrlose Kinder zugelassen werden, weil er grundsätzlich nicht in der Lage ist, in einen weltoffenen, evidenzbasierten Zugang zur Wirklichkeit zu öffnen. Damit löst sich das Kopftuchproblem auf sehr viel elegantere Weise, wenn wir die Evolutionstheorie als Lackmustest einführen. Denn Religionslehrerinnen, die voll auf Darwin stehen und das Kopftuch tragen, sehe ich nicht als Gefahr für die offene Gesellschaft und auch nicht für die Bildung. Finde ich allerdings, also als ich das gelesen habe, das Kapitel, in dem du das klipp und klar sagst, also muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wer nicht davon überzeugt ist, dass die Evolution stattgefunden hat, sondern sie ablehnt, soll keinen universitären Abschluss in Deutschland machen können, ist das, was Michael sagt in seinem Buch. Wie glaubst du denn, dass man so etwas durchsetzen könnte? Naja, also es ist, deswegen versuche ich in dem Buch eigentlich weniger eine weltanschauliche als eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu führen. Hier gibt es ja 10 Gebote der Rationalität in dem Buch, wo ich beschreibe, anhand welcher Kriterien können wir rationale von irrationalen Aussagen unterscheiden. Und das Bildungssystem hat andere Toleranzgrenzen als die Gesellschaft. Wir müssen natürlich absolut akzeptieren, jeder Bürger, jede Bürgerin hat das Recht zu glauben, dass die Erde erst zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als unsere Vorfahren schon das erste Bier brauten. Das dürfen die dürfen solche seltsamen Dinge glauben. Aber sie dürfen es nicht in öffentlichen Bildungsinstitutionen vertreten. Das heißt, es gibt bestimmte Rationalitätsmaßstäbe, die zwingend geboten sind für unseren Bildungssektor. Und da müssen die Toleranzgrenzen gegenüber Irrsinn sehr viel strenger gehalten werden als in der Gesellschaft selbst. Und da jeder Lehrer und jede Lehrerin tatsächlich eben neben ihrem Fach ein pädagogisches Begleitstudium machen muss, kann man solche Inhalte tatsächlich in das Curriculum reinbringen. Wir müssen natürlich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass solche Dinge wichtig sind. Ja, und also rein strategisch betrachtet scheint es mir wichtiger zu sein, hier nicht die Humanismuskarte, sondern die Wissenschaftskarte zu ziehen. Ja, weil das ist etwas, was eben unabhängig davon ist, ob ich religiös bin oder nicht religiös, ob ich Evolutionstheorie akzeptiere oder nicht, hängt nicht davon ab, ob ich an Gott glaube oder nicht an Gott glaube, sondern hier geht es um eine ganz andere Frage, bin ich tatsächlich in meiner privaten Weltanschauung so verbohrt, dass ich tatsächlich Evidenzen völlig negiere. Und das dürfen Lehrer nicht. Im Unterschied zu Eltern, die dürfen alles. Fast alles. Ja, ich begrüße das sehr. Also nachträglich, wenn ich an meine Schulzeit denke, da hätte ich einige Idioten an Lehrern nicht gehabt. Das wäre sehr schön gewesen. Gut, ich habe die Zeit im Blick, keine Sorge. Oder kriegen wir ein Zeichen? Nö, wir kriegen kein Zeichen. Noch nicht. Der politische Islam ist ja in deinem Buch nicht die einzige Gefährdung der offenen Gesellschaft, die du aufführst. Welche Gefährdungen gibt es noch?
Ja, natürlich, wie ich schon eben sagte, gibt es diese internationalen der Nationalisten, die sich oft sehr christlich definieren. Aber es gibt natürlich ganz, auf ganz anderen Feldern große Probleme. Beispielsweise, ich habe hier eben angesprochen, das Problem des Elitarismus, eine Gesellschaft, in der viele Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstiegs sehen, in der es keine Mobilität gibt. Es ist keine offene Gesellschaft mehr. Die Zukunft muss offen sein in einer offenen Gesellschaft. Und wir haben leider mittlerweile durch ökonomische Fehlverlagerungen fast feudale Strukturen entwickelt. Die einen, und das müsste sogar ein Liberaler, muss kein Linker das sagen, sondern auch ein Liberaler muss das einsehen, dass das die Leistungsmotivation in der Gesellschaft hindert, wenn die Eliten gar nichts mehr tun müssen, um ihren Status zu erhalten. Und wenn die Marginalisierten gar nichts tun können, um einen höheren Status zu bekommen, dann hat man ein Problem in der offenen Gesellschaft. Ja, das ist ein Feld, auf das man hier eingehen kann. Und es gibt eben sehr viele, die ich im Buch beschreibe. Wenn du was Spezielles willst, dann musst du konkreter fragen. Nee, das können wir dann gleich beim Bierchen machen, denke ich. Sie übrigens auch. Haben wir überhaupt schon eine offene Gesellschaft? Also du stellst es im Buch, am Anfang des Buches wenigstens so ein bisschen dar. Wir haben hier so die Idealvorstellung, aber so im Laufe des Buches relativiert sich das ein wenig. Also inwieweit haben wir denn überhaupt hier schon die offene Gesellschaft? Was fehlt uns noch? Wir haben zumindest die Idee der offenen Gesellschaft hier und verglichen mit anderen Gesellschaften, beispielsweise Saudi-Arabien, ist das schon eine relativ offene Gesellschaft hier in Deutschland, sonst würden wir so nicht über das Thema reden können. Aber ich stelle es ja auch im Buch dar, dass diese Prinzipien der offenen Gesellschaft in vielerlei Hinsicht nicht tatsächlich umgesetzt werden. Dass es eben natürlich staatlichen Paternalismus gibt. Wir haben das jetzt im Gesundheitssektor, sieht man das sehr, sehr deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht die Freiheit haben, das zu tun, was sie wollen, sondern es wird immer noch vorgegeben, vieles, und zwar von der Wiege bis zur Bahre, ja sogar darüber hinaus, nämlich von der Präimplantationsdiagnostik bis zur Bestattungspflicht, ja, werden die Freiheiten von Bürgern unzulässig eingeschränkt. Das Problem der Ungleichheit bin ich eben eingegangen. Ganz massiv ist natürlich das Problem, wie auch gerade Kinder und Jugendliche in muslimischen Communities beispielsweise an ihren Rechten behindert werden, dass sie häufig durch Androhung auch von Gewalt oder durch ähnliche Erfahrungen von Gewalt eben sich nicht alle Rechte und Freiheiten rausnehmen können. Das gilt natürlich auch für Kinder aus nicht-muslimischen Familien, aber es ist verstärkt hier zu finden. Auch dieser Ehrbegriff der Familie ist so stark, dass diese Freiheiten oft nicht eingesehen werden. Und dieser Familismus ist auch der Grund dafür, warum die elterliche Sorge so viel höher gewichtet wird als die Rechte der Kinder. Wir hatten das bei der Beschneidungsdiskussion beispielsweise ja gehabt. Da hat man ja deutlich gesehen, dass die Rechte der Kinder fast nichts wert sind in Deutschland. Sie sind auch nicht tatsächlich Subjekte unserer Verfassung, sondern tatsächlich nur Objekte ihrer Eltern. Nur so tauchen sie auf in der Verfassung, nämlich als diejenigen, über die Eltern Verfügungsgewalt haben. Hier muss sich noch viel verändern. Und natürlich Säkularitätsdefizite, das muss ich hier in dem Kreis gar nicht sagen, wie viele Säkularitätsdefizite es hier noch gibt, auch überhaupt das Bewusstsein, dass die Grundrechte weltanschaulich neutral ausgelegt werden müssen, ist noch gar nicht vorhanden. Hier vorne sitzt Gitta Neumann. Wir hatten ja dieses Thema der Sterbehilfe in diesem und letzten Jahr so besonders stark gehabt. Die haben doch tatsächlich ein Gesetz verabschiedet, das sehr deutlich macht, dass hier ja eigentlich letztlich christliche privaten Normen von Politikern, verbunden mit ökonomischen Interessen, die dahinter natürlich auch gestanden haben, den Bürgerinnen und Bürgern aufoktroyiert worden sind, obwohl 80% der Bevölkerung eigentlich eine Liberalisierung auf diesem Gebiet haben wollten, haben wir jetzt tatsächlich ein Gesetz, dass die Wirklichkeit um... Noch haben wir es. Wir hoffen ja alle, dass sich das noch vor dem Verfassungsgericht dann abwenden lässt, aber im Moment haben wir einen Rückschritt von über 150 Jahren. Da sieht man wirklich Säkularitätsdefizite massiver Form und darüber berichtet der HPD ja fast jeden Tag. Eigentlich müssten wir Säkularen ja, glaube ich, der Islamdebatte recht dankbar sein, denn im Augenblick sieht es ja so aus, als würde es zu einer Ausweitung
muslimischer Privilegien analog zu den Kirchenprivilegien kommen. Und ich glaube nicht, dass das so durchgehen wird gesellschaftlich. Ich glaube, da wird es jede Menge Aufbegehren geben. Und die einzige Möglichkeit, oder es gibt zwei Möglichkeiten, herauszukommen. Nämlich die eine Möglichkeit ist in der Tat Säkularismus. Also zu sagen, so Leute, jetzt machen wir jetzt hier Schluss mit Privilegien für all. Oder, und das ist natürlich die dramatische Geschichte, wird es kippen. Also wird es kippen wie zum Beispiel in Österreich, wo im Augenblick schon die nächste Wahl des Bundespräsidenten ja arg auf der Kippe steht. Also die 50-50, das Land ist gespalten in Nationalisten und die anderen. Also gesellschaftlich sehe ich das Problem hier in Deutschland nicht. Also wir leben in einer auch deutlich säkularen Gesellschaft, als das in Österreich der Fall ist. Aber natürlich, du hast es richtig geschildert, der Rechtsstaat ist natürlich in der Zwickmühle. Er kann Christen nicht anders behandeln als Muslim, oder er kann Christen nicht etwas gewähren oder Muslim etwas verwehren, was er Christen gewährt. Und hier sind natürlich einige Privilegien hochproblematisch. Wenn man als Körperschaft des öffentlichen Rechts seine Finanzen völlig dunkel halten kann, ist es schon problematisch, wenn man solche Leute hat wie der Bischof von Limburg. Aber es wird natürlich viel problematischer, wenn DITIB und damit eben Erdogan und die islamisierte Türkei in diese Rechte kommt in Deutschland. Wenn die Muslimbrüder solche Rechte für sich in Anspruch nehmen können. Und es führt natürlich auch dann zu einer religiösen Ghettoisierung, wenn Kinder und Jugendliche hauptsächlich eben von solchen Leuten dann indoktriniert werden können. Also wenn sie darüber bestimmen, wie der Religionsunterricht in öffentlichen Schulen auszusehen hat, dann haben wir ein echtes Problem. Insofern stimme ich dir zu. Diese Debatte, die wir im Moment haben, führt natürlich auch zu einer neuen Debatte über säkulare Werte und die säkulare Verfassung auch dieses Staates. Das sieht man in vielen Reden von Politikern, man ist manchmal wirklich erstaunt, ja, welche Reden plötzlich CDU-Politiker schwingen können, wie sie für die Rechte von Homosexuellen kämpfen und für die Rechte von Frauen. Das ist ein bemerkenswertes Phänomen der letzten 2-3 Jahre. Und das ist natürlich ausgelöst durch die Debatte, die wir da haben und durch die Migrationsbewegung. Da läuft noch vieles schief in dieser Debatte und da muss man auch noch vieles klären. Und ich glaube auch, dass die Humanisten hier noch stärkere Position beziehen müssen. Aber insgesamt scheint mir es in Deutschland anders zu laufen, als es im Moment in Österreich läuft. Auch in der Schweiz läuft es anders als in Österreich. Das sind wirklich Sorge. Hoffen wir es. Gut, wir kommen jetzt an den Teil der Diskussion, wo Sie alle mitmachen können, wo Sie alle Fragen stellen können. Übrigens haben wir wirklich als Humanisten einen echten Vorteil. Ich kann dazu nur sagen, ich war auf dem Katholikentag im Mai. Da dürfen die Menschen im Publikum...